fahren jetzt mit dem Bus in den Nationalpark. Schauen wir mal, ob wir wirklich Schildkröten entdecken können. Ja, I think it's dead. Oh no. Oh mein Gott. Guten Morgen. Wir machen heute einen kleinen Ausflug zum Turtle Beach. Angeblich sind es 45 Stationen. So you can go these two beaches, and if you want to do more hiking, you can hike up to the lighthouse, the one and only lighthouse in Malaysia that a lot of tourists do in Langkawi. If you need a boat service from here, you have to do early booking because we have to set the time. What time do we pick up? To be pick up from here? Because here there is no boat counter. Guter Plan. So, jetzt sind wir angekommen beim Nationalpark. Thank you. Und da war eine Katze, ich war abgelenkt. Simone wird uns jetzt erzählen. Wir haben ein Boot gebucht um 1 Uhr, das heißt, wir haben jetzt ca. 3,5 Stunden Zeit. Das Boot holt uns dann vom Turtle Beach ab. Mal schauen, ob Maren mitkommt oder ob sie dort bleibt, je nachdem, ob es Turtles gibt oder nicht. Und das Boot bringt uns dann zum Monkey Beach. At the jetty, at the beach side. Oh, pick up this. Okay. Sorry. Thank you. Prima, merci. Und wir werden dann wieder abgeholt, oder? Genau, vom Monkey Beach werden wir dann auch wieder abgeholt und wieder zur Entrance vom Park gebracht. Und jetzt erwartet uns ein Abenteuer. Circa 1,5-stündiger Trail durch den Forest. Aber zuerst erwartet uns mal schauen, ob wir alle ankommen überhaupt am Beach. Ihr erfahrt es bald. Wir mussten uns wieder eintragen, unsere Nummer und unseren Namen etc., damit sie wissen, dass wir hier sind. Wir haben ja Angst, wenn wir einen Stock am Boden haben. 100 Meter im Dschungel und die ersten wilden Affen. Schatz, bitte gib die Kamera. Hallo. Ich filme sie. Wie süß. Gerade runtergetan. Die Rane sind cool. Ja, da vorne sind. Ja, das Plastik kommt sicher von mir. Man sieht ihn leider nicht. Oh, da. Thank you.
Wir haben den Strand erreicht. Schön. Wir sind raus aus dem Dschungel. Und irgendwie ist hier niemand. Das ist jetzt der Turtle Beach. Schauen wir mal, ob wir wirklich Schildkröten entdecken können. Und nicht viele Menschen hier. So, ins Wasser darf man leider nicht gehen, wegen Quallen und, wieso eigentlich? Wegen Quallen wahrscheinlich. Und ja, jetzt snacken wir hier ein bisschen und warten, bis uns das Boot abholt in circa 1,5 Stunden. Na, und wir schauen noch zum Turtle. Und wir hoffen, dass wir die Schildkröten sehen. Und hier gibt es ein Konservatorium. Sanctuary. Turtle Sanctuary oder sowas. Konservatorium. So, wir gehen jetzt weiter und schauen in das Schildkröten-Sanctuary. Da sehe ich sie schon. Nein. Oh mein Gott. Ganz verspielt. Das ist nicht so schön zu meinem Kleid. Ich bin die ganze Zeit. Das schaut einfach. Ja, darüber reden. Also, ich habe jetzt gefragt, den Besitzer. Was ist der Besitzer? Typen, der hier arbeitet. Genau, die Große ist verletzt und die wird wieder befreit. Die Kleinen werden hier aufgezogen und werden dann auch ins Meer gelassen. Nur bei den Mittelgroßen, das ist ein bisschen komisch, die werden halt was für Forschungszwecke benutzt. Die werden für Forschungszwecke benutzt und dann auch in einem Jahr wieder freigelassen. Aber also ja. So gut, unser Boot wartet jetzt schon. Das ist schon eine ganze Weile da. Und jetzt werden wir dann weiterfahren zum Monkey Beach. Und dann schauen wir, ob dieser Strand seinem Namen gerecht wird. Hier sieht man die Spur einfach einer Schildkröte, hat uns gesagt. Hier ist sie. Schaut cool aus. Sieht man das? Ja. Eine richtig große. Cool. Da ist ein Boot für 1 Uhr, aber nicht unseres. Unser Boot kommt schon. Unser Boot hat Verspätung, aber das ist nicht schlimm, weil hier ist es traumhaft schön. Und lustig ist immer, wenn sie 5 sagen, die eben allein, dann machen sie wie? 5. 5 Minutes. Oder 10 mit 2. 10. 10 Minutes. 5 ist gar nicht, oder? 10 Minutes. Komm, ich sehe dich. That's right? Ja. Aha. So ist es hier. That's another number? Ja, nur same number. Du bist gescheit, Mann. Wie viele Leute passen? Ja, nein, aber ich glaube, sie chargen schon pro Person. So, nach 20 Minuten Verspätung ist unser Boot da. Ist
das denn? Ist das? Ja, okay. Ja, I think it's that. Ja. Oh no. Kann ich das Brot so drauf? Die ist weiter. Er hat ihn auch im Wasser gefunden. Oh, okay. Down the water. So, wir sind jetzt auf Monkey Island, das war jetzt ein Abenteuer. Zuerst ist der Bootsfahrer verrückt geworden und ist so schnell gefahren, dass wir vorne mit dem Boot so arg gesprungen sind. Dann wurde es ein bisschen zu schlimm. Dann haben wir gesagt, aus Spaß wurde ernst. Dann ist er ein bisschen, haben wir gesagt, langsamer fahren. Und dann war es traurig, dann haben wir diese tote Schildkröte gesehen. Jetzt sind wir eine Stunde hier und werden von ihm wieder abgeholt. Und hier ist schon mehr los. Wir haben schon die ersten Affen gesichtet. So, also der Beach ist nicht ganz so schön wie der andere. Ich meine, es gibt ja Affen zu sehen, das ist ganz witzig. Aber urviele Touristen und teuer ist es auch. Also, ja, muss nicht unbedingt sein. Aber ich hoffe, ich kann ja ein paar schöne Fotos von den Affen machen, vielleicht. Wir warten hier gerade auf unser Boot. Und da ist eine kleine süße Katzenfamilie zu uns gekommen. Hier liegt eine fette Qualle genau dort, wo wir warten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Aber ich habe noch nie so was gesehen. Also wenn die Dinge im Wasser sind, dann will ich mich auch nicht trauen, hineinzugehen. Simone ist ganz begeistert. Was? Was? So, wir sind sicher wieder am Festland angekommen und jetzt fahren wir zurück in die Unterkunft, gehen uns endlich duschen und dann schauen wir, was wir essen gehen. Es war einer der coolsten Tage meines Lebens. So, wir sind jetzt wieder im Hotel. Das hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert jetzt. Wir haben auf den Bus gewartet, aber er ist nicht gekommen. Dann sind wir zur nächsten Haltestelle gegangen, es war urheiß. Und dann haben wir erfahren, dass irgendwo ein Rennen auf der Straße stattfindet. Keine Ahnung, Fahrradrennen oder sowas. Und die ganze Straße ist gesperrt, man kommt einfach nicht durch. Kein einziger Bus kommt durch. Ja, dann haben wir ewig gewartet. Irgendwann konnten wir mit einem Bus fahren. Das war nicht die richtige Linie, aber er hat uns nach Georgetown gebracht. Und jetzt sind wir noch hier nach Hause ins Hotel spaziert. Jetzt sind wir alle ziemlich fertig und ich habe mega Sonnenbrand. Wir hatten kein Wasser mehr. Ja, jetzt gehen wir duschen, dann werden wir heute wieder zu diesem Inder essen gehen. Zumindest Vanessa und ich, nachdem wir den ganzen Tag nichts zum Essen gehabt haben, kann man dort ordentlich reinhauen. Also verabschiede ich mich und die anderen auch. Und wir sehen uns morgen. Ciao. Sie hat das Brot eingeklammert. Nein. Für schlechte Zeiten, das holt sich jetzt sicher der andere Hund.